Moin, heute mal wieder eine Folge Oldtimer-Vorstellung. Heute habe ich hier einen Standmotor, einen Gültner GW14. Ja, solch einen Standmotor sieht man in der heutigen modernen Gesellschaft eigentlich nicht mehr. Früher allerdings hat man diese halt benutzt, um stationäre Gerätschaften anzutreiben. Darunter gehören zum Beispiel Dreschanlagen, die ja heutzutage in einer Maschine verpackt sind, die mäht und drescht. Bekanntlich als Mähdrescher. Ich kann ja jetzt mal eben ein Beispielbild eben einblenden, wie das Ganze früher ausgesehen hat. Auf jeden Fall haben wir hier an dem Schwungrad eine Riemenscheibe, worauf ein Riemen befestigt wurde, der dann mit Hilfe eines Riemens irgendein stationäres Gerät betrieben hat. Wie auch schon zu der Bezeichnung angegeben, leistet dieser Motor hier 14 PS bei 1800 Umdrehungen. Es gibt im Internet auch die Angabe unter standmotoren.de auch die Angabe von 13 PS bei 1500 Umdrehungen. Kann soweit ja theoretisch auch stimmen, weiß ich nicht. Ich beziehe mich hier lediglich auf das Typenschild. Ja, es ist ein Einzylinder Viertaktmotor auf Diesel, der mit Synfix gestartet wird. Das System sieht wie folgt aus. Wir haben hier diese Schraube, die kann man lösen, aufdrehen. Dann haben wir hier diese Hülse, da kommt dieser Zündfix einfach reingestoppt. Dann wird dieser hier einfach wieder reingeschoben, reingedreht. So, und jetzt wäre er startbereit. Ein bisschen an der Dieselpumpe hier betätigen, Sprit an und natürlich offen machen. Und dann kann man eigentlich auch schon den anschmeißen mit einer Kurbel. Hat genau nicht gereicht. Die Informationen zu diesem wassergekühlten Motor sind sehr vage im Netz. Darüber gibt es nicht besonders viel. Ich habe über Traktoren einen Zeitraum ungefähr festgesetzt, sage ich jetzt mal, die solche Motoren verbaut haben. Und da habe ich so 1935 bis 1950 ungefähr ganz grob. Es wäre schön, wenn sich vielleicht ein Experte oder sowas, der das zufällig sieht, vielleicht dazu äußert in den Kommentaren. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der das ein bisschen besser beschreiben kann, als ich jetzt hier in diesem Video. Die Hebel an diesem Motor sind relativ simpel erklärt. Wir haben hier die Dieselpumpe quasi, wo wir hier einen Hebel haben, damit man quasi vorpumpen kann. Über diesen Drehknauf kann man den Motor ausschalten. Wir haben hier den Dekompressionsschalter, hier darunter den Ablasshahn für das Kühlwasser. Hier an der Seite des Motors haben wir ja einen Zündfixhalter quasi. Hier haben wir einen Gashebel und hier unten Auslaufhahn für Öl. Auf der anderen Seite haben wir hier den Ölpeilstab, Kraftstoffhahn, Öleinfüllstutzen für Motoröl und einen Hebel für einen Ölfilter. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er zum Säubern ist. Viel mehr hat der Motor eigentlich auch gar nicht. Deswegen würde ich auch schon fast sagen, das war's vom Video, weil ich viel mehr zu diesem Motor nicht
sagen kann. Und ich hoffe, es hat euch diese Vorstellung gefallen. Es wäre echt nett, wenn sich vielleicht der ein oder andere, der sich damit schon ein bisschen mehr auskennt, vielleicht in den Kommentaren sich meldet. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.